So, hallo und willkommen zurück zum nächsten Teil von Edna bricht aus. So, nachdem wir Peter Arbeitsloser tot gequatscht haben, gucken wir mal, was wir ihm hier so an Beleidigungen an den Kopf werfen können. Vor dem kann man ja richtig Angst bekommen. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Ich frage mich, wo er hinguckt. Davon ausgehend, dass sich der Raum um Masse krümmt, könnte es dann, dass er auf einen Punkt hinter dem Pferdekopfnebel guckt. Und dem Blick nach zu urteilen, hat jemand das besagte Pferd grün angemalt. Ach ja, komm mit dem Quatschen. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Der Pferdekopfnebel ist übrigens das Überbleibsel einer Supernova-Explosion. Ich überlege gerade... Nee, verwechsel ich gerade mit dem Krebsnebel. Nee, vergiss es. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag! Ja, ja. Was? Regal. Das sind keine Spirituosen. Das sind Putzmittel. Naja, zumindest ist in den meisten auch Alkohol drin. Was hältst du von diesem Regal, Harvey? Ich kann es nicht ausstehen. Lass es uns umkippen. Schade. Zu schwer. Dann müssen wir uns etwas anderes zum Umkippen suchen. Kann man da was mitnehmen? Hier ist keine Selbstbedienung. Ach, schade. Hier ist eine Karte. Die Auswahl ist mehr als bescheiden. Bis auf Stinkdrink ist alles durchgestrichen. Willst du was bestellen, Harvey? Champagner für alle. Wenn wir hier draußen sind. Juppie. Können wir die einsacken? Ja. Guck mal, Neonschild. Das ist so 80er. Was hältst du von dem Neonschild, Harvey? Es ist ein Instrument des Lichts. Wie ich. Oh nein, jetzt geht das was wieder denn? Los. Ich bin auch ein... Das Licht hat mir jetzt... Können wir das benutzen, also ausschalten? Das ist so 80er. Nein, können wir nicht. Okay, ein Kickertisch. Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Wollen wir kickern, Harvey? Okay. Kickern, nicht kichern. Ach so. Auch nicht kickern. Kickern. Hä? Der ist kaputt und der Ball fehlt. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Verstehe. Also eigentlich nicht, aber ist egal. So, was haben wir hier? Ein Fass? Hier mixt der Barmann seine Drinks? Fass, Harvey. Los, Harvey! Fass! Lieber nicht. Ich mag meine Fingerkuppen da, wo sie sind. Ich habe Angst, dass sich meine Netzhaut ablöst, wenn ich da zu nahe rangehe. Mhm. Ah, ein Pappbecher. Da hat jemand Vorsicht, Frank, drauf gekritzelt. Seltsam. Sieh nur, Harvey. Da hat jemand Vorsicht Frank auf den Becher geschrieben. In Spiegelschrift. Das hier ist wirklich ein Irrenhaus. Die qualifizierte Bemerkung eines sprechenden Stoffhasen. Ja. So, jetzt haben wir schon zwei Pappbecher. Können wir die... Der eine ist siffig. Und auf dem anderen steht Vorsicht, Frank. Sonst sind sie fast identisch. Konnten wir sie jetzt nicht miteinander benutzen? Das klappt so nicht. Ja, merke ich auch. Inventarrätsel gehen wohl nicht. Na, dann halt nicht. So, was haben wir denn hier? Noch ein Stuhl. Ist das nicht... Ja, es ist ein Stuhl. Wow. Aschebecher. Das soll ein Aschenbecher sein? Sieht eher wie ein Bauchwegtrainer für Würgeschlangen aus. Oi.
Der Geruch von kalten Kippen. Hast du etwa wieder mit dem Rauchen angefangen, Harvey? Nein, ich habe nur mit dem Lügen aufgehört. Okay. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ich fange mit dem Rauchen an, wenn ich hier draußen bin. Versprochen. Nee, um Gottes Willen. Münzschlitz. Da kommen die Münzen rein. Ich brauche eine Münze. Ach, laber nicht. Leer. Guck mal, Harvey, da kommt der Kaffee raus. Die Storchnummer kannst du dir sparen. Ich weiß, was Sache ist. Ja. Die Sitzecke. Nicht gerade ein lauschiges Plätzchen. Was hältst du davon, Harvey? Hui. Eine Herde Galapagos. Woran Hui. Hatten wir schon. Eine Tür. Warte, hey, komm. Tatsache. Haben wir ja die Ecke erkundet. Hier unten geht's nicht weiter, ne? Nee. Dann gehen wir mal hier raus. Aha. Hallo? Hallo? Feuer! Feuer! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Kannst du mal kurz mit dem Telefonieren aufhören? Bestimmt nicht. Da ist gerade mein Broker dran. Es geht um Millionenbeträge. Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Nein, aber du willst hier sowieso nicht raus. Glaub mir, die Welt da draußen ist ein brutaler Ort. Die Fehler, die du da machst, haben echte Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel mehrere Millionen Euro verlierst, nur weil du für einen kurzen, klitzekurzen Augenblick unaufmerksam warst. Zum Beispiel, weil deine Frau ruft, Sino Juppi, es ist ein Junge. Dann wird dich die Schuld ein Leben lang verfolgen. Ob du mir wohl mal dein Telefon borgst? Hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich leg es nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, Sino Juppi, es ist ein Junge. Und man stelle sich weiter vor, in diesem kurzen Augenblick, in dem ich zu meiner Frau hinüberschiele, fällt der Kurs meiner Aktien ins Bodenlose. Ich würde Millionen verlieren, weil ich nicht am Telefon war. Nur einen kurzen Augenblick lang. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Ah! Da sieht man, Aktienhandel ist einfach nur Bullshit. Ist nicht so wichtig. Telefoniere ich weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? Bist du noch dran? Weil die Aktien nämlich nicht wirklich den Wert der Firma widerspiegeln, sondern einfach nur das, was die Leute glauben, was die Firma wert ist. Weil sobald jemand anfängt, an die Börse zu gehen, macht er das ja nicht, weil er sagt, haha, ich möchte den Leuten etwas geben. Sondern weil er sagt, haha, ich krieg von den Leuten Geld, indem ich ihnen erzähle, dass meine Firma voll viel wert ist und sie am Wachstum teilhaben können. Und so passiert es, dass die Aktien überbewertet werden. Und wenn man dann nicht aufmerksam ist, wie er sagt, und rechtzeitig reagiert, kann man sehr schnell sehr viel Geld verlieren. Aha, noch ein Bekloppter. Da versteckt sich jemand hinter dem Sessel. Siehst du auch diesen Typen hinter dem Sessel? Nein, ich glaube, den bildest du dir nur ein. Und das sagst ausgerechnet du. Ich kann mit ihm reden. Hallo. Hey, du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß, du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Ich heiße Edna.
angenehm. Ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen. Was machst du da hinten? Ich betreibe Nock-Forschung in Paläontologie. Hinter dem Sessel? Wo sonst? Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein. Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Unerhört! Was bildest du dir ein? Die Jugend von heute. Sie sehen einen weißhaarigen Mann, der in einem Irrenhaus hinter einem Sessel kauert, und schon bemühen sie wieder dieses alte Klischee vom verrückten Wissenschaftler. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Die Dinos, ich kann spoilern. Kommt ein Komet vorbeigeflogen. Naja, sagen wir es mal so rum. Er steuert auf die Erde zu und sagt, I come to stay. Rums. Die Dinosaurier sterben aus. Das kann nicht sein. Sie verstellen sich, um uns in Sicherheit zu wiegen. Was haben sie nur vor? Wollen sie etwa insgeheim die Polkappen schmelzen? Du kannst umschalten. Ich muss Vorbereitungen treffen. Polkappen schmelzen, das will die AfD, damit sie kürzere Fahrwege hat mit der Schifffahrtsgesellschaft. Und die sind wirklich ausgestorben. Wir sind hier nicht bei South Park und den Krebsmenschen. Hallo, Professor! Angriff der Flugsaurier! Oh, du bist es nur. Hallo, Edna. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Na klar! Ich benutze immer den Wäschelift, um in meine peruanische Bernsteinmine zu reisen. Der Wäschelift fährt bis Peru? Aber nicht, Dummerchen. In Detmold Lippe musst du auf die tektonische Kontinentalplattendrift umsteigen. Weißt du etwas über Dr. Marcel? Mehr als die meisten. Wusstest du, dass er ein dunkles Geheimnis hat? Ich wusste es. Ich wusste es! Of course! Er zückte Dino-Mensch-Hybriden in seine Geheimlabor auf die Jupiter. Nein, das wusste ich doch nicht. Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinmine, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Ah, also immer wenn wir was öfter anwählen können hier, ja, dann scheint das ein wichtiger Punkt zu sein, quasi so ein versteckter Wink im Zaunfall, dass da noch ein To-Do ist. Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nur fehlen mir ein paar Dino-Gene für mein geheimes Brutprogramm, wenn du verstehst. Das klingt spannend. Wie züchtet man den Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernsteineinschlüssen. Nicht ganz. Zu viel Jurassic Park geguckt, hä? Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nur fehlen mir für mein geheimes Brutprogramm, wenn du verstehst. Das klingt spannend. Wie züchtet man den Dinos? Na, das war ich Dinosaurier. Naja. Ich schau später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ja. Plus minus 10 Minuten. So, Pumuckl-Lampe. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eder auch ein Vollschizo. Da bekommt die ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Ja? Was hältst du von der Lampe, Harvey? Sie ist ein Instrument des Lichts. Wie ich. Was denn? Das ja, Licht hat mir zu... Hat einen Aschenbecher da oben. Der Künstler war offensichtlich schwer depressiv. Ja, sieht eher aus, als ob er einen Klumpen genommen hat und ein paar Mal reingeboxt. Guck mal, Harvey, ein Aschenbecher. Bist du dir sicher? Es könnte auch die Queen sein. Nein, sieh doch. Diese verrunzelte Oberfläche. Ah, ja. Dann diese Ausdruckslosigkeit, diese Verhärmtheit, dieser aschfahle Farbton. Mhm. Dieses staatsmännische Getue und diese ständig nach unten gezogenen Mundwinkel. Oh ja. Tja, du hast recht. Es ist ein Aschenbecher. Es passt leider auf sehr viele Menschen. Das einzige Licht, das sie bekommen, kommt vom Fernseher. Na, da werden sie ja richtig wachsen. Weil Pflanzen brauchen eigentlich UV-Licht, nicht einfach nur weißes Licht von Kunst. Und jede Menge Infrarotstrahlung. So, können wir den nehmen. Den hässlichen Klumpen.
Ach nö. Den kannst du doch bestimmt irgendeinem über den Kopf zimmern, zum Beispiel dem Wachmann. Lieber nicht. Ich habe den braunen Daumen. Bei dir gehen auch Kakteen ein? Was hältst du davon, Harvey? Ja, ja. Und ich dachte, ich esse. Gut, was haben wir hier? Ein Stuhl. Wenn man so nah vor dem Fernseher sitzt, bekommt man Silberfische in den Tränendrüsen. Wie bitte? Ich denke nicht, Mädchen. Was hältst du davon, Harvey? Ich glaube, es ist ein Pferd. Glaubst du? In der Kommandozeile stand Stuhl. Zähl die Beine. Es muss ein Pferd. Stimmt, hatten wir. Alle hopp! So viel zu meiner Karriere als Dompteur. Ihr scheint das Fernsehprogramm zu gefallen. Es ist genau Ihr Niveau. Was hältst du davon, Harvey? Naja. Können wir mit dir nochmal quatschen? Was gibt's Neues in der Flora? Prickelifrum. Prickelifrum. Wie bitte? Ach ja, ich vergesse immer, dass ich gar kein Pflanzisch verstehe. Was gibt's Neues? Prickelifrum. Wie bitte? Ach ja. Jo. So, können wir noch mehr machen? Sessel? Da kauert doch jemand hinter. Was hältst du davon, Harvey? Ein selten hässlicher Esel. Es ist ein Sessel, Harvey. Ein Sessel. Schrei mich nicht so an. Im Gegensatz zu dem Esel besitze ich Ohren. Ja. Hallo. Hey. Du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß. Du könntest ja auch eine Ach so. Wenn man mit dem Sessel redet, kommt er dahinter vor. Ich schau später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch Ja. Gut, hier haben wir eine Steckdose. Einfach mal reinlangen. Lichtschalter. Ja, viel besser. Ein Dinofilm. Ich mag keine Dinofilme. Am Ende sind sie ja doch alle ausgestorben. Harvey guckt am liebsten Filme über Ponys. Über fleischfressende Zombie. Schade, dass nur ich ihn höre. Er ist so niedlich. Das kennen wir alles schon. So, jetzt sind wir hier. Da gab's aber noch mehr. Mal kurz überlegen, wie man da hinkommt. Was war hier? Also der Bienenmann. Und hier. Achso. Was war hier? Achso, der Wäschelift-Typ. Wie kamen wir denn nochmal zurück in den Hauptflur? Es ist an diesem Gitter befestigt. Da fehlt ein Schlüssel. Können wir vielleicht mit der Schere? Verflucht! Harvey, hatte ich nicht auch die Fähigkeit, Schlösser mit Zickzackscheren zu knacken? Vielleicht im zweiten Teil. Ach, schade. Ich habe mir leider keinen Plan aufgemalt.
Nee, über den Keller? Warte mal. Hinten war ja nichts, ne? Nee. Ach, vergesst das ständig. So, hier hinter dem Vorhang ist nix. Zumindest können wir hier noch nichts anwählen. Sitzecke. Ja, hier können wir nur zurück zur Tür. Schade. Na gut, dann gucke ich mal, wie man hier nochmal zu der anderen Seite des Flusses wiederkommt, da wo die Treppen sind. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, tschüss.